Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Star Stable Update Folge. Diesmal mit dabei Liedchen. Hallo. So, wir machen zusammen, ach jetzt aber, die Halloween Quest und im Anschluss auch das Süßes oder Saures. Ich bin mal gespannt, wie die jetzt mit dem kopflosen Reiter weitergeht hier. Ja? Nochmal abwechselnd. Du kannst super lesen, ich bin doof im Lesen. Ich bin ja gespannt, weil ich habe ja dieses Jahr erst angefangen. Ja. Also das Letzte, was wir jetzt gesehen haben, war, da waren wir ja auch bei der alten Witwe. Und da hat der Reiter mit irgendjemandem gesprochen. Der wusste den Namen seines Pferdes ja nicht mehr. Da wurde ja der Name enthüllt namens Morrigan. Deswegen, ich bin ja damals gespannt, wie es weitergeht, warum der den Namen seines Pferdes nicht wissen durfte oder vergessen hat. Und mit wem er gesprochen hat. So, jetzt aber. Ah, da bist du ja. Irgendjemand sorgt auf der Insel des bedrohlichen Turms für gewaltige Aufregung. Das macht mir irgendwie meinen Groove kaputt, wenn du verstehst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einer deiner Freundinnen ist. Deswegen bist du dafür verantwortlich, dass das Ganze aufhört. Jo, verstanden. Es ist Linda. Du bist dran schuld, was? Also in SSO haben wir sowieso gelernt, wir sind an allem schuld, wir müssen alles regeln, wir können alles. Ja, ja. Und aber trotzdem sind alle anderen die Helden. Ja. Da ist so eine Logik dahinter. Obwohl, wir sind ja auch der Held. Ja. Weißt du, Fripso, du bist der Auserwählte, du bist unser fünfter Soulrider. Und du denkst so, I'm special. Hier ist Grab von Fripp weg. Fripp guckt dir hinterher. Kommt der nächste. Du bist der Auserwählte. Ja, ja. Perfektes Timing, wie immer. Du glaubst nicht, wie unglaublich viele Bücher ich gelesen habe, selbst für meine Verhältnisse. Aber ich glaube, ich habe eine neue Spur zum Galoppierer. Ach, der Lärm. Ich packe hier nur ein paar Sachen zusammen. Brauchen wir für unsere Reise. Ich muss noch dieses eine Buch einpacken, dann können wir los. Wir müssen so viel. Oh, du fragst dich, wohin wir wollen. Ja, ich richtig. Ich hab dich gerade wirklich gefragt. Warte, ich glaube, ich muss mal kurz deine Stimme ein bisschen anpassen. Weil irgendwie schlägt mein Ding hier so weit aus. Sag mal was. Okay, hallo. Ja, besser. Irgendwie warst du in meinem roten Bereich bei OBS, lol. Ich schreie so. Du hast eine kräftige Stimme. Vielleicht möchtest du dich kurz setzen. Ich erzähl dir, was ich rausgefunden habe. Wir sitzen ja schon eigentlich. Auf dem Pferd. Wir wissen, dass jemand die Erinnerung des Galoppierers gestohlen hat. Die Frage ist, warum? Was hat dieser jemand davon? Und da habe ich mir überlegt, was, wenn dieser jemand dem Galoppierer etwas angetan hat? Etwas Schlimmes, etwas, an das er sich nicht erinnern soll. Und da hat es plötzlich alles Sinn gemacht. Und all diese Qualen, die Wut und die Wehmut, die ich vorher beim Galoppierer gespürt habe. Das war keine blinde Wut, es war die Sehnsucht nach Rache. Also Ruhe vorlesen. Etwas muss geschehen sein, vor 900 Jahren, bevor er zum Galoppreiter wurde. Boah, ich finde Galoppreiter, so ein schlimmes Wort, kann man nicht einfach kopfloser Reiter sagen? Ja, das haben vielleicht... Ja, ja. Zum Headless Horseman? Vielleicht haben sie einfach die Berechtigung dafür nicht bekommen. Keine Ahnung. Obwohl, wie sagt er auch der kopflose Reiter? Ja, keine Ahnung. Ach, egal. Damals, als er einfach nur Gunnar war. Zuerst habe ich im Archiv nach Nachfahren oder Verwandte von Gunnar Timson gesucht, aber ich habe nichts gefunden. Also habe ich mich auf den Jarl und seine engsten Verbündeten konzentriert. Und dann stieß ich auf einen Namen, den ich kannte. Magnus Steinrar. Er heißt, dass Gunnar Timson damals mit Hilfe eines Steinmetzes Damals mit Hilfe eines Steinmetzes? Eines Steinmetzes namens Magnus. Dieser Satz. Magische Runensteine zerbrochen hat. Ja, das wissen wir. Wir wissen, dass der Geist von Magnus auch heute auf Jorvik unterwegs ist. Zuletzt wurde er in der Kammer des Steinmetzes im Tal des verborgenen Dinosauriers gesehen. Finden wir heraus, ob er noch dort ist. Ja. Und er stirbt so gerade. Ich packe noch meine Sachen zusammen und treffe mich dann da. Oh, ach ja, ganz vergessen zu fragen. Weißt du noch, was wir letztes Mal über den Galoppierer erfahren haben? Oder soll ich deine Erinnerung etwas auffrischen? Nee, ich weiß noch alles. Du hast wirklich ein Gedächtnis eines weisen Gelehrten, Elena. Nein. Na dann mal los.
Also. Naja, mein Gedächtnis, das ist ja genauso. Ich hatte gerade einen Kunden dran. Da habe ich das Ticket geschlossen. Mein Kollege neben mir. Wie ist denn der Kunde, den du gerade hattest? Ich so. Sobald ich das Ticket schließe, ist es auch in meinem Kopf geschlossen. Instant im Kopf weg, ne? So, dann würde ich sagen, wir nehmen den Transporter zu Nick Stoneground und von da aus latschen wir dann los. Was, wo, war was? Den Transporter zu Nick Stoneground. Achso. Ich glaube, das habe ich gar nicht. Komm mal. Egal, ich habe bei dem Tor. Ich komme dir entgegengerannt. Guck mal erstmal, ob du den Transporter hast. Weil eigentlich müsstest du den haben, wenn du schon fast alles durchgequestet hast. Ja, aber das ist doch bei den. Ist das nicht bei den mit dem Kühlschranktypi da? Das ist der Kühlschranktypi. Ja, und da habe ich aber nie. Ich habe da noch nicht den Ruf so. Ja. Sorry. Fame. Fame. Ja. Die Glocke, shame. Shame on you! Okay. Shame on you, shame on your family. Shame on your cow! Und? Nix Stoneground. Kannst du ja schon hinreiten, ich komm vom Tor angeritten. Wir müssen dann nämlich auf den See drauf. Wir treffen uns einfach an diesem riesen Dinoskelett. Weißt du noch, wo das ist? Ja. Das okay. Ist ja bei mir hier unten direkt. Nein, ich will nicht wieder in den Transporter. Ich habe mich einfach nur nach rechts bewegt, würde geradeaus. Tsching! Wollen Sie irgendwo hin? Boah, ich finde das neue Outfit einfach so schnieke, ey. Ich glaube, das wird wieder so ein Outfit, was ich Wochen und Monate lang nicht wechseln werde. Ja, ich muss später mal gucken. Looky Looky machen. Puma, also wenn ihr eine Katze in den Kreis hört, das ist meine Katze Puma. Die hat leichten Aufmerksamkeitsdefizit. Leg mich! Nee, guck mich an! Dann drehe ich um, guckt er mich an. Ist das frei? Dann drehe ich wieder um, wieder. Guck mich an! Ja, Katzen. Guten Tag. Oh, das ist gut geworden. Schwupp. Mal Gruppe einladen, bevor wir uns verlieren. Werden wir sowieso, ich hasse den Weg dorthin. Ja, also ich kann mich noch an eine Story-Quest erinnern, da muss ich auch so mit Magnus Stein ra. Ich dachte mir nur, ey, wie komme ich denn da hin? Ich dann mitten in der Aufnahme 20 Minuten gebraucht und ich Iliana! Hey, ja, help! Ja, bei mir steht auch, ich muss irgendwie rechts nicht irgendwie, so kann ich hier rechts rein. Kann ich hier drüber springen? Weg. Nein, dann da. Hui, geschafft! Oh, voll gegen das Brett. Genau, dann müssen wir nämlich hier rum. Ich bin den Weg schon so oft geritten, ey, irgendwann muss ich den mal auswendig wissen, ey. Mal hier durch. Aber wer kommt denn auf diese Idee, einfach hier durchzureiten? Du denkst, hier irgendwann endet der Weg wahrscheinlich, ne? Oder hier ist irgendwann eine Wand. Ja, wie gesagt, wie ich die Quest dann gemacht hatte, alles so nachgeholt, dachte ich mir auch so, durchreiten. Ich dachte, reiten mal so lange, bis es nicht mehr geht. Ja, ich dachte mir auch jetzt mal, du kannst doch nicht so lange durchreiten. Dann hast du einfach hier auch nochmal ein Riesengebiet. Ich dachte mir auch, du Scheiße. Wenn ich zu schnell bin, sagst du Bescheid, ne? Nee, ich häng, bin hinter dir. Ja, weil es ist Ursache, wenn du bist gefühlte 10 Pferdelängen hinter mir. Nee, ich bin. Also, nach mir klebe ich dir hinten am Hintern. Okay. Oh, jetzt bin ich gegen den Baum geritten. And it's gone. Ja, ist gut, ich bin voll da. Boah, dann hatte ich mal, da haben Bella und mich ein paar Leute verfolgt. Und ich war vor Bella, guckt nach hinten. Ich so, Bella, renn! Und Bella so, ja, ich renn doch. Und dann klatscht erstmal gegen den Baum und sie rennt weiter. Ich dachte mir so, lass mich doch hier nicht so allein zurück. Das Ding, manche finde ich eh sehr lustig. Durch manche Bäume kannst du reiten und durch andere Bäume eben nicht. Ah, Leute, hier ist ein Portal. Okay, ja, schön zu wissen. Drinne? Ja, ich hab dies drin. Oh, kann durch das Eis. Das war gut. Ich muss ja sagen, wer freiwillig an Halloween mit einem Rock läuft, ohne Strumpfhose, ist crazy. Gut, dass wir beide nur einen Rock anhaben. Ja.
Ich hab wenigstens so eine Jacke, so eine dicke, so sieht zumindest aus. Du dagegen? Ja. Weiß ja nicht. Okay, jetzt sehen wir uns hier drinnen nicht. Ich gehe einfach mal geradeaus und löse die Ding aus. Ach, ach ja, ganz vergessen zu fragen. Weißt du noch, was wir letztes Mal über den Galoppierer erfahren haben? Oder soll ich... Alter! Hallo? Das hast du doch eben gefragt. Hä? Was? Brr, hier ist etwas kälter, als ich in Erinnerung hatte. Oh, what the fuck? Entschuldigung. Okay. Linda, hast du hier einen Aussetzer? Ich verstehe das ganz. Das ist Eis. Ich verstehe das vollkommen. Nach der Arbeit habe ich auch solche Hirnaussetzer, aber. Allein, wir dürfen uns nicht mal entscheiden. Mhm. Okay. So. Ah. Die Kammer Steinmetze. Ist das nicht unglaublich? Ich spüre die Magie in der Luft. Okay, suchen wir nach Magnus. Ein glibriger Haufen Ektoplasma liegt hier auf dem Boden, wo sonst der Geist von Magnus Steinrahr war. Ihr geht Geisterstein. Magnus ist eindeutig nicht mehr hier, aber vielleicht können wir seine Spur aufnehmen. Sucht mir nach Hinweisen. Guten Tag. Guten Tag. Da, hier rechts. Eine kleine Steinfigur in Form eines majestätischen, sich aufbäumenden Pferdes. Sieht der alt aus. Ah, ich bin auf meinen dritten Bildschirm gelandet. Geh mal hier rein, gucken, ob ich hier... Ein Bildschirm? Ich hab, ja, mein Grafik-Tablet ist ja auch irgendwo im Bildschirm. Ach so. Guck mal, hier ist auch noch was. Hier ist eine verwitterte grün gefärbte Ziegelstein. Nein, warte, sieht eher aus wie ein Dachziegel. Flup. Und in diese Richtung soll auch noch irgendwas sein. Vielleicht, wenn wir jetzt hier wieder durchgehen. Und auf der anderen Seite. Irgendwo. 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 Nirgendwo. Ich glaube, hier muss es sein. Oder nein. Hier blitzelt. Hier glitzert es. Hier blitzelt. Oh, eine Trense. Das scheinen die Reste eines alten Zaumzeugs zu sein. Das ist mit bronzenen Schlangenornamenten verziert war. Ich glaube, mehr Hinweise werde ich hier nicht finden. Ich bin gespannt, ob Linda etwas damit anfangen kann. Schlangenornamenten. Mit Schlangensymbol fällt mir sofort Sabine ein. Ich denke Slytherin. Komplett was anderes. Ach, da hinten. Oh, verdammt, ich kann nicht rüberlaufen. Ein grüner Dachziegel, eine Pferdstatue und ein altes Zaumzeug. Ist alles muss hunderte Jahre alt sein. Was denkst du, Elena? Können wir aus diesen drei Dingen schließen, wo Magnus jetzt sein könnte? Nein. Ich glaube, Magnus ist auf Südhof-Halbinsel. Ich glaube, wir finden Magnus im Jorvik-Stall. Magnus muss in der Nähe von Fort Pinter sein. Also, gut. Pferdestatue erinnert mich an die Statuen von Jorvik-Stall ein bisschen. Und das Zaumzeug würde ja auch passen. Aber woher die grüne Dachziegel kommt, ist wieder eine andere gute Frage. Das ist eine gute Frage. Aber Südhof hätte ich jetzt auf keinen Fall gesagt gehabt. Da habe ich das nichts mit grünen Ziegeln im Kopf. Mhm. Fort Pinter irgendwie auch nicht. Sollen wir einfach mal Jorvik-Stall sagen? Ja. Ja, das muss es sein. Okay. Oh Gott, sind wir Magnus hat diese Dinge wohl als Erinnerung an seine Vergangenheit behalten. Also muss der Jorvik-Stall eine große Bedeutung für ihn haben. Wir haben es raus. Super Teamarbeit. Wir beide könnten noch eine Detektivagentur aufmachen. Was hat sie jetzt eigentlich gemacht? Eigentlich waren wir Sherlock und Watson. Es ist nicht viel, aber es ist die einzige Spur, die wir haben. Reiten wir zum Jorvik-Stall, hoffentlich finden wir Magnus da. Verschwinden wir aus dieser Kammer, Meteor ist sicher schon ganz unruhig und Lavender hätte bestimmt auch nichts dagegen. Einen Ortwechsel dahin. Auch wenn sie kein richtiges Pferd ist, aber egal. Ihr ist bestimmt auch kalt. Ich wollte schon sagen. So, mal kurz überlegen. Ich denke mal, Abholservice wäre das Beste und ein Jorvik-Stall. Ja. Weil. Ja, da hier, ja. Weil. Mein Pferd stand in deinem Pferd, das fand ich gerade gut. Danke. Die platzieren sie alle dahin. Mal gucken, hat Linda noch irgendwas? Nee, hat sie auch nicht. Gut, dann Abo-Service.
Aber ich finde immer so ätzend, wenn du in irgendwelchen Gebäuden, Höhlen etc. drin bist, das kann ich dich wieder in eine Gruppe einladen, dass man aus der Gruppe fliegt. Ach echt, ist das mir gleich aufgefallen. Oh, aber hast du gesehen? Oh lol, die folgt uns. So, nee, ich meinte jetzt eigentlich, dass ich hier auch... Dass du hier was? Auch hier mein Steier jetzt hab. Ich hab mich doch entschieden. Ich war doch überlegen, wo ich hingehe. Ja, ja. Ich wollte nicht vom Moorland weg. Ist doch voll schön hier bei den Ruinen. Ja. Und weil ich hier eh die ganze Zeit die Quest hier noch machen muss, passt das. Sunfield, wo sind sie? Du musst zur Sunfield Farm. Hast du die schon? Er müsste eigentlich haben. Ja, da. So. Nit. So. Oh, wir haben ein paar Punkte zum Absuchen. Ui. Eine gute Frage. Hier scheint irgendwo ein Punkt zu sein. Ich kann Magnus hier nirgendwo spüren. Ach, du kannst ja aber spüren. Spürst du es, Linda? Vielleicht meint sie riechen. Hier stinkt's nicht. Ich weiß es ja nicht. Wow, ich bin gerade erschrocken. Magnus doch nicht. Was ist da drüben? Ich glaube, ich habe was gesehen. Ja, die kam aber von links reingeschossen. Ja. Ah, fuck, stopp. Ich wollte X drücken. Blümchen. Hast du den gleichen Bug wie ich? Ja. Nee, oder? Kurz anklicken und jetzt ist. Weiß ich. Ist mir woanders hin? Nee, die Quest wird ja uns nirgendwo angezeigt. Hä? Linda ist kaputt. Magnus Steinrad ist kaputt. Wir machen mal eben, glaube ich, vielleicht mal kurz einen Blog. Ja. Alter. Mal kurz gucken. Habe ich hier überhaupt... Ey, müssen wir das jetzt wieder... Wir müssen bestimmt jetzt erst wieder zu den Eisdingswurms und dann wieder annehmen und dann... Oh, oh no. I love it. Wir werden es gleich sehen. Oh, das ist aber jetzt echt ärgerlich. Das ist auch mitten in der Aufnahme. Es tut mir so leid, Leute. Bugstable. Aber dass sie das nicht irgendwie hinkriegen, finde ich, dass du deine Quest hältst. Warum muss das gelöscht werden? Was ist das für ein Sinn? Ich habe diesen Sinn noch nie bei Star Stable irgendwie verstanden. Was ihre komische Engine-Aufbau ist. Ja, kann man ändern, ist doof. Ihre Technik auch, dann haben sie alles selbst gemacht. Ja, blöde Technik. Wer kam auf die Idee und sagt, oh, das finde ich gut. Weil sie nie damit gedacht hätten, dass es so lange anhält. Aber ich denke mir nur... Aber trotzdem, wer hat das gesagt, das finde ich gut. Irgendein Spiel entwickeln würde ich niemals mich demotivieren und sagen, das hält sowieso nicht lange. Nee. Man sieht ja auch, das habe ich ja jetzt auch oft beim Gronkh und sowas gesehen gehabt, der hat Spiele gespielt, auch von einem Entwickler. Ja, das hält schon, das ist so gut geworden, das sieht man ja bei Phasmophobia, das ist jetzt auch so hoch groß geworden auf einmal, obwohl es auch nur einer war. Das ist halt schon krass, also man sollte eigentlich nie sagen. Oh, das Steinmetz ist. Wir können eine Abkürzung nehmen, komm mit. Okay. Eine minimale. Fahr mal zum Wolf vor innen, ich zeig dir mal einen anderen kleinen Trick. Den müsstest du eigentlich auch schon haben. Wir können nämlich zum Wolf vor innen und dann auf diesen verlassenen Hof und da steht ein Portal. Das haben wir ja mal für eine Quest benutzt. Und da kommst du zum Dino-Tal mit. Warte mal, ich lade dich mal erstmal wieder in die Gruppe ein. Ja. Sicher ist sicher. Ah, komm. Gruppe einladen. Ich muss echt sagen, ich mag der... Wie heißt die? Laverna? Heißt die? Nee. Laverna. Doch, heißt Laverna. Ich mag die Frisur voll gern, also auch die Farbe. Ich hatte ja auch mal eine Zeit lang so rosé Haarfarbe. Ja, die ist schon... Ganz schwierig. Die ist schon echt schick. Ich finde auch die Maske geil. Ja. Ja, aber auch, wie gesagt, ich mag die Farbe halt sehr gerne. Ich hatte auch, wie gesagt, eine sehr lange Zeit. Es gab dann super nervig, mal mit das Nachfärben und weil es sich so schnell auswäscht. Frag mich nur, von ihrer Geschichte her, es ist ja klar, so ein Geist, der so Trick... Und ärgern und alles macht, ne? Aber wieso hast du eine Blume auf dem Po?
Weil das ist, wenn man Laviana so eingibt, die Göttin der Unterwelt, wenn man von der griechischen Mythologie geht. Deswegen frage ich mich, wie kam die dazu, eine Blume zu gestalten? Ich hätte jetzt verstanden, okay, so irgend so ein... Und jetzt flupp. Weiß es nicht, also... Ich fand's auch ein bisschen komisch, aber hey. Egal. So, wir sehen uns mal wieder nicht. Ganz normal hier. Ich muss nur gerade ausreiten, oder? Ich habe keine Ahnung. Einfach gerade ausreiten, einfach den Weg folgen. Du kannst nicht falsch abbiegen. Außer du willst ins Nichts landen. Okay. Ich will ins Nichts. Ja, von der Klippe springen. Hui! Genau. Ich hatte eine Leuchtekugel erwischt. Dann hat's Puff gemacht. Und dann hat's zu. Was? Boah, wie das hier aussieht immer. So, ich hab's am Ende auch jetzt mal endlich geschafft. Ja, ich bin im Ladebildschirm. Alles gut. Du hast so lange gebraucht, bis ich im Ladebildschirm war. Boah, ich hoffe mal, die Quest ist jetzt nicht so verbuggt, dass wir jetzt hier gleich Schluss machen müssen. Ach so, das heulig. Bringt eh nix. Das bringt eh nix. Ich verliere uns so eh gleich wieder. Das war sehr dumm von mir. Ja, aber wenn wir gleich zurückgehen, nehmen wir den Transporter dahin. Oh, es kommen wieder Berge aus dem Boden bei mir. Ich wollte schon sagen, bei dir kam der aber aus dir raus gerade. Ew. Das war so ein Strich, das ich wollte eben schon sagen. Was hast du an dir kleben? Warte, müssen wir nicht da hoch? Der Moment, wenn man eigentlich den Weg kennt, aber von der anderen Seite kommt und alles anders aussieht. Das ist wie abends Autofahren. Alles ist anders. Ich fahre ja immer eigentlich den gleichen Weg, wenn ich zu meinen Eltern fahre. Und diesmal dachte sich mein Navi so, nö, wir fahren mal was ganz anderes. Okay, cool. Fahren wir. Ey, ich dachte, ich bin wohl komplett anders. Aber wie du schon sagtest, das war eine neue Welt für mich. Herr Südosaurus. Warte, kann man das Steinmetz? Da müssen wir jetzt wieder reingehen. Ja, wir hatten es ja auch angenommen gehabt bei der. Genau, ich dachte, die ist. Oh, ich dachte, der hatte gerade im Kopf, dass sie draußen stand. Nee, die war da mit uns draußen gebloppt. Linda. Linda! Willst du uns hier umbringen? Ja, schlabbelalabel, babababa, komm. Die Folge künstlich in die Länge. Die alles in die Länge. Kannst du ja so vorspulen. Wir reiten jetzt ganz langsam auf den Zug. Nicht so wie ich, in ihn rein. So. Frag mich, ob wir jetzt zweimal eigentlich ineinander ohne Nebel geben. Oder haben wir die abgegeben? Nee. Hey, nee, was? Nee, alles gut. Alles gut. So, ich nehme jetzt den Transporter zum Jorvik-Stall. Ja. Also was wieder Südhof? Hm? Südhof wieder, oder was? Sunfield Farm. Ja, meine ich doch. Südhof. Ist doch gerade so, hä? Ja, ich hatte gerade ein S im Kopf. Das war ja halb richtig. Zu 10%. Sunfield Südhof. Ja, ja, passt. Sag ich ja, zu 10%. So. Da drüben hin. Bitte sei nicht nochmal verbuggt. Bitte sei nicht nochmal verbuggt. Auch erstmal hängen bleiben. Auch nicht schlecht. Bitte sei nicht verbuggt. Was ist da drüben? Ich glaube, ja, okay. Gucken, was passiert jetzt. Ja, jetzt kann ich, Ei! Kannst du den Geist... Hast du den auch angesprochen? Nee, warte, ich bin unterwegs, ich bin leider. Okay, ich warte. Ahi! Ich sehe ihn zwar nicht, aber ich kann was abgeben. Ja, dachte ich mir auch. Okay, kannst du loslegen. Er hat mich gefunden. Hilfe, so hilft mir doch jemand. Der Reiter. Der Reiter? Meint er den Galoppreiter? Warum sollte er uns für den Galoppreiter halten?
Er wirkt panisch. Wahrscheinlich kann er gerade nicht klar denken. Vielleicht ist er gerade Pira auch in der Nähe. Er ist verrückt geworden. Ich würde auf das obere tippen. Ja, ich hätte es zu weiter gesagt, aber hau raus. Oder ich nehme das zweite und kann dir sagen, was er da, was sie darauf sagt. Ja, mir sagt sie, ja, er scheint große Angst zu haben, versuchen wir ihn irgendwie zu beruhigen. Bei mir sagt sie, oh, ich hoffe nicht, versuchen wir ihn von unseren guten Absichten zu überzeugen. Okay. Nimm mich bitte nicht mit. Alter. Elena, da drüben, ich hab da was gesehen. Oh. Dann müssen wir das Bling-Bling einsammeln. Das ist böses Bling-Bling. Ach so, also nicht das Bling-Bling. Ich weiß nicht mal, was wir machen müssen. Halt einfach mal drauf zu, jetzt ist mal das Beste in Horrorfilm. Und rennen. Hä, wie und rennen? Und trennen, dass man sich trennen soll. Ach so, ja, das ist auch mal das Geilste. Okay. Wie habe ich auch so auf Popcorn, wenn ich das gerade sehe? Ich frage mich nicht warum. Was? Das für mich sieht eher aus wie eine Corona-Wolke, ey. Aber meine Schwester ist auch Corona. Oh lol. Ich habe ja schon gesagt, Niki, ich muss mich bei euch einquartieren, wenn es so weitergeht. Ja, wahrscheinlich. Ja, jetzt sind wir eigentlich gefühlt einen Kreis gelatscht. Voll dagegen gerannt. War's nicht. Was ist denn das? Auf dem Boden liegt ein uraltes aussehendes Amulett. Also, was ist ein Amulett? Ich würde sagen, sieht aus wie Asche. Aus wie Aschenbecher. Ein Band, das um einen Edelstein gebunden ist und um das Kräuter geflochten sind. Es riecht nach Schwefel und es ist von einer schleimigen Substanz überzogen. Also, ich zoome mal eben kurz dran. Ich wollte schon sagen, also ich sehe da für mich, ich weiß nicht, für mich sieht das aus, als wäre da ein totes Tier drin. Das sieht auch aus wie so Backsteine und dann wird da. Warte, die Figur erkenne ich wieder, die steht im Silverglade Village, die gleiche Figur. Lol, nur ein Mini-Format. Das stimmt, wenn ich so drehe, sieht es anders aus. Also von meiner Perspektive sieht es aus wie so ein totes Tier, wo auf irgendeiner schwarzen Sand liegt. Du hebst das schleimige Amulett auf. Bar. Ja, das ist echt bar. Jetzt, wo der Eindringling weg ist, ist Magnus vielleicht gesprächiger. Also haben wir jetzt gerade ein schleimiges Amulett in der Tasche. In die Hosentasche. Ach ne, wir haben ja gar keine Hosen. In die Rockentasche. Rockentasche? Rocktasche. In die Rockentasche. Ach, wo sind schön, wir? Was ist jetzt, was ist gerade passiert? Ich bin gerade ins Mittelalter gerutscht. Okay. Bisschen. Vielleicht sollte ich nicht fragen, wo, sondern wann wir sind. Dieser Ort bedeutet mir etwas. Ich habe hier einst gelebt, vor langer Zeit. Der kopflose Reiter. Nein, Gunnar. Er war auch dort. Ich habe etwas getan, etwas Schreckliches. Oh, wie schön. Oh, aber verbuggt. Guck mal, dreh mal die Kamera ein bisschen. Wieso? Mir ist alles okay. Ich sehe einen Blitz und einen Mond im Himmel halbwegs. Nö, ich gar nicht. Ich sehe überhaupt nichts. Das ist creepy. Eine komische Kuppel ist über uns, wenn ich die Kamera drehe. Bei mir nicht, Niki. Also ohne Witz, bei mir ist alles okay. Das ist creep. Da siehst du vielleicht morgen oder so in der Aufnahme. Ja, also ich sag, bei mir ist alles grau und normal. Danke, dass du ihn vertrieben hast, Elena. Der kopflose Reiter, er ist dort draußen. Er sucht nach mir. Ich kann mich nicht erinnern, es ist also verschwommen. Ich habe etwas geschmiedet, ein Werkzeug. Es ist so lange her. Wie habe ich das gemacht? Du hast zwei Hände, nimmst du Komponente, haust drauf. Nö. Ich muss Sachen tun, das mag ich gar nicht. Okay. Ja, das Stahl. Warte, was? Das Stahl? Okay. Die Musik ist so traurig. Was ist da los? Nö, 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 nö.
habe ich den Hammer genommen. Ist ja der Hammer. Und Zeitlupe sogar. Oh mein Gott, hier. Es ist O. Ich an wie eine Glocke. Das war sie, meine größte Leistung. Das Schmieden des Werkzeugs gefertigt, um die heiligsten Steine zu zerschlagen und die geweihtesten Bäume zu spalten. Es wurde geschaffen, um Magie zu zerschmettern. Dieses Werkzeug, diese Waffe könnte sein, dass... Vergib mich, ich wusste nicht, was ich tat. Wie hätte ich denn ahnen sollen, was er plant? Der legendäre Spalthammer, ein mächtiges Werkzeug, das von der Magie von 1000 ungezähmten Pferden durchdrungen ist. Warte, was? Wie viele Pferdeleichen habt ihr da reingetan? Wie viele Pferdeseelen sind da drin? 1000. 1000! Ungezähmte, arme, unschuldige Pferde. Habt ihr nicht mal alle Streusel auf dem Kuchen? Es fehlt, es verfehlt nie sein Ziel. Runehammer, so habe ich ihn genannt. Wie man das überhaupt so ausspricht. Run oder ich vielleicht ist er auch irisch. Ich weiß nicht, Apostroph. Spricht man was mit Apostrophos? Runehammer! Runehammer! Jetzt der Runenstein. Geh zum Brunnen. Runenstein. Nein, ich will keinen Runenstein zerschmettern. Ich hab voll den Hammer. Hast du auch einen Hammer in der Hand? Ja. Okay, bei dir sehe ich es nicht. Wo müssen wir hin? Warte mal, erstmal Pferd nehmen. Pferd nehmen. Bei dir auch. Und das ist noch grau, ja. Ne, warte mal, das Pferd, unsere Pferde sind doch da. Um Gottes Willen, ey. Okay, jetzt drauf. Ich will keinen Runenstein zerschmettern. Hänge ich hier im Baum fest? Es wird alles bunt. Ist ja ein bisschen dumm gemacht. Oh nein. Oh nein. Kommen Sie mit. Bist du? Wo ist ich bin durch den Platz geritten. Seh dich. Das ist keine so, wo bist du? Wo bin ich? Ja, wo bin ich? Da unten müssen wir hin. Da unten müssen wir hin. Hä? Hä? Warte, da muss er oben irgendwo sein. Da ist was Pinkes. Upsa. Hat man das von da unten hin oder müssen wir nach oben? Ach nee, doch nicht. Das ist eine Erinnerung für mich, was ich noch von der Quest habe. Scheiße. Warte, wir müssen wahrscheinlich erstmal wieder hoch. Komm, vielleicht müssen wir den Typ einfach auf den Kopf hauen. Oh ja, erstmal umklatschen. Und Radusch. Wir spielen jetzt Golf. Yay. Köpfe einschlagen. Oh, nee, auf dem Feld war Polo, oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Nein, jetzt habe ich so eine Kuppel über das hier. Eine Kuppel über das hier? Ja, hier ist irgendwie wie so eine Nebelkuppel. Ganz weird. Ja, sieht irgendwie komisch aus. Ich hab sie gefunden. Oh. Die Dampfschall. Oh. Ja, hier ist es geschehen. Hörst du das? Die Pferde? Was sollst du tun, Elena? Oh lol. Ich will mich nicht an das erinnern, was als nächstes passiert. Bitte gib mir diese Erinnerung nicht zurück. Doch, wir wollen wissen, was passiert ist. Ich will mich nicht an diese Erinnerung... nicht an das erinnern, was als nächstes passiert ist. Bitte gib mir diese Erinnerung nicht zurück. Hä? Achso, wir müssen nochmal draufhauen. Ach so, ich habe die ganze Zeit drauf geklopft, ich habe ihn gar nicht angesprochen. Ich kann sagen, hey, was hast du jetzt für eine Weil Darisch ich dachte, weil es halt grau ist, sehen wir halt nicht, ob die Quest fertig ist. Ich sehe durch mein Pferd durchs Gesicht durch, sehr eklig. Sommer, hat der einfach Gefühle. Und nochmal Hammer hoch. Und zerstört. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Ich erinnere mich an alles. So viel Schmerz, so viel Schuld. Ich habe den Rest meines Lebens und all die Zeit danach versucht zu büßen für das, was ich getan habe. Ich spüre es immer noch, wie der Runenstein unter dem schweren Schlag von Runhammer zerbricht. Einmal habe ich ihn geschwungen und dann nie wieder. Der Runenstein des Jorvik-Steins wurde zerstört und wir haben es miterlebt. Ich kann es nicht fassen, Elena. Wir haben immer noch eine Hand. Ich sollte dir wohl dafür danken, dass du mir meine Erinnerung zurückgegeben hast, auch wenn ich mir gar nicht erinnern wollte. Nun, diese Erinnerung ertragen zu müssen, ist eine angemessene Strafe für meine Taten. Ich habe es nicht verdient, vergessen zu dürfen. Möchtest du irgendetwas wissen, Elena? Oh, wir kriegen eine Trense. Oh, schick. Zaumzeug des kopflosen Reiters. Elena, es ist unsere Chance, herauszufinden, was über den Galoppierer wissen zu müssen. Oh, bitte, pass auf. Warum ist der Galoppierer Gunnar Trimson jetzt hinter dir her? Warum hast du den Spalthammer geschmiedet? Wo ist Runhammer jetzt? Wir können zwei Sachen auf jeden Fall wissen. Also mich würde interessieren, warum der Galoppierer hinter dem Steinmetz her ist. Ich würde mir gerne wissen, warum sie überhaupt den Hammer, also warum er überhaupt den Hammer gemacht hat. Das kann ich dir sagen, denn John Jarl wollte diese Steine da weghaben, die Runensteine, wenn ich mich richtig erinnere. Und der Timson sollte die wegschlagen und damit hat er diesen Fluch ja ausgelöst. Weil er hat nämlich eine Wallawitch gesehen, dachte so, oh komm, ich geb dir ja Unsterblichkeit. Und da war der John Jarl voll eifersüchtig drauf, so, yo, wieso hast du Unsterblichkeit bekommen? Ich will's auch, was hast du da gemacht? Ja, ich hab einen Runenstein zerstört. Okay, dann zerstöre ich jetzt auch Runensteine. Und ja. Aber wo ist Runenhammer jetzt? Wir haben sie doch in der Hand. Oder ist es ein anderer? Es ist die Vergangenheit, ja. Deswegen, okay, ich würde mal sagen, ich nehme das obere und du nimmst das untere. Oder egal was, wer was nimmt. Ja, nimm du das obere erst. Okay, dann nehme ich das obere. Runhammer, der allein zu dem Zweck geschaffen wurde, von Magie durchdringende Objekte zu zerstören, wurde Gunnar Trimson anvertraut. Er benutzte ihn, um viele Runensteine auf Jorvik zu zerstören. Mit jedem Runenstein schien er einen kleinen Teil von sich zu verlieren, bis eines Tages nichts mehr von ihm übrig war. Und dann kam dieses Pferd, er nannte es Morrigan. Ich glaube, es ist meine Schuld, dass Gunnar, oder soll ich lieber den Galoppierer nennen, so geworden ist, wie er heute ist. Ohne meinen Spalthammer hätte er vor aller langen Zeit all diese Runensteine nicht zerstören können. Oh, man kann danach noch was auswählen, Dienchen. Wir können danach weiterfragen. Okay, dann nehme ich auch erstmal das Erste. Dann würde ich sagen, nehmen wir direkt danach das Zweite. Okay. Ich habe den mächtigen Spalthammer Runhammer auf Geheiß von John Jarl geschmiedet. Mhm. Oh, Peters. Er wollte ein Werkzeug, mit dem sich die mythischen Runensteine zerstören ließen, die überall auf Jorvik zu finden waren. Ich weiß nicht, warum, aber diese Runensteine schienen ihn zu stören. Ich nahm den Auftrag gerne an. Ich machte mir keine Gedanken darüber, wozu das Werkzeug dienen sollte. Ich war zu sehr mit der Vorstellung beschäftigt, mich mit solch wundersamen magischen Materialien arbeiten zu können. 1000 Pferdeseelen? Dein Ernst? So etwas hatte ich noch nie gesehen. Wie hätte ich da widerstehen können? Bedauerlicherweise sah ich nichts als die große Ehre, mit einer so gewichtigen Aufgabe betraut zu werden. Jetzt ist das Schmieden Unhammers die Tat, die ich am meisten bereue. Wo ist der Hammer jetzt? Niemand weiß, wo Runhammer heute ist. Zuletzt hatte Gunnar ihn, aber der Galoppierer scheint ihn nicht mehr bei sich zu tragen. Vielleicht ist er für alle Zeit verloren gegangen. Das wäre das Beste. Ich hoffe, er wird niemals gefunden. Ach du Scheiße. Imagine, wenn Dacor diesen Hammer in die Finger bekommt. No. Ich kann in die Zukunft gucken. Oh Gott. Das ist die Geschichte von Magnus Steiner und Runhammer, dem Spalthammer. Hast du noch das Amulett von diesen Vasen? Die bösen Vasen schon wieder. Sieht man von dem Wesen, das uns zwar gefolgt ist. Kann ich es mir mal näher ansehen? Überlässt du es mir für eine Weile? Irgendwie kommt es mir seltsam bekannt vor. Magnus, wenn das von deinen Verfolgern stammt, war es nicht der Galoppreiter. So viel ist es sicher. Ich habe immer noch diesen Scheißhammer in der Hand. Ja, ich glaube, mehr können wir hier nicht herausbekommen. Mir scheint, wir haben hier nur noch mehr Fragen anstatt Antworten bekommen. Wir haben auch schon viele Fragen beantwortet bekommen.
Dann hat neue Fragen dazugekommen. Ich habe da so eine Idee, was für ein Amulett das sein könnte, aber ich muss mir sicher sein. Ich melde mich bei dir, wenn ich meinen Verdacht bestätigen konnte. Tada! Warte mal, ich stelle mal kurz mein Pferd raus, damit wir uns die Trense mal genauer angucken können. Wir haben jetzt nämlich Zaumzeug des kopflosen Reiters bekommen. Das müsste... Ach, fuck. Auf dem Pferd sieht man das ja schlecht. Umswitchen. So. Ui, sieht doch voll schick aus. Ist eine schöne braune Trense. Mit so einem Anker drauf. Ich finde die schick. Hat die Champi-Werte? Ja. Yes. Champi-Werte. Oh mein Gott. Voll cool, ey. So, jetzt überlege ich gerade. Ach komm, wir hauen einfach Süßes aus Saurus auch noch in die Folge rein. Das ist jetzt halt mal eine längere Folge. Abholen? Nee, wir müssen zum Galoppierer, also müssen wir da hin. Es hieß aber, wir müssen uns dem Geist vielleicht anpassen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was der uns gleich sagen wird. Okay. Ja, mal gucken, ne? Aber mit dieser Geschichte, meinst du, die geht jetzt noch dieses Halloween weiter, oder? Ja, ja, der nächste Teil kommt nächste Woche. Okay. Und dann müssen wir wieder in Javane. Geil, ne? Ja. Wir brauchen immer ziemlich lange, um irgendwas zu lesen. Habe ich schon herausgefunden. So. Übrigens, Leute, der Kürbis müsste jetzt auch gefixt sein, der Pestilenz. Pumpkin. Ihr müsst einfach hier nur hier die Kessel Daily machen. Ich habe ihn heute noch nicht rausbekommen, deswegen kann ich da euch noch nichts zu sagen. Kann ja mal machen, mal gucken, was bei mir kommt. Aber hier haben wir auf jeden Fall Süßes oder Saures. Da die Halloween-Kumpanen. Auch so viel. Kannst du schon alles in den Kessel reinwerfen? Dann musst du erst Nee, ich muss noch Wabbligen und Geisterschleim suchen. Egal, wir machen erst das. Buh, haha, hab ich dich mit meinen coolen Maske erschreckt? Hey, schönes Pferd hast du da. Ich habe eine coole Idee, lass uns zusammen eine Süß- oder Saures-Tour gehen. Wenn du dabei eine Maske aufsetzt, die zu meiner passt, kriegen wir bestimmt noch mehr süße Sachen. Masken sind echt cool, vergeben unsere Identität, was super praktisches ist, wenn man herumlaufen und die Leute noch mehr Süßigkeiten fragen will. Wink mit dem Zaunfall, du solltest es auch eine tragen. Also das heißt, wenn du dich jeden Tag irgendwie ein bisschen dem Geist anpassen musst, dann kriegst du nämlich eine höhere Belohnung wohl raus. Ich glaube, wenn du eine nimmst, die zu meiner passt, kriegen wir mehr Süßigkeiten. Die Leute belohnen es, wenn man sich Mühe gibt. In dem Shop, da bekommst du Masken. Ich habe von seinem Angebot inspirieren lassen, also hat er mindestens eine Maske, die zu meiner passt. Wenn die Maske nach der Suche nicht dabei ist, sollst du dein Lager nachsehen. Bevor wir uns auf den Weg machen, sage ich dir, was ich von der Maske halte. Ich habe, glaube ich, noch irgendeine Maske im Kleiderschrank von irgendeinem Event. Safe. Ja, lass mal hier durchgucken, ey. Also zu nun habe ich eine Halloween-Maske, aber ich müsste aber auch so eine haben, wie die sie hat. Nur mal eben kurz gucken. Von irgendeinem Event habe ich doch bestimmt eine Maske. Da zum Beispiel. Die Geburtstagsmaske, wenn du die auch hast. Gucken wir. Die, was sie jetzt aufhat, habe ich keine. Hast du denn irgendeine Halloween-Maske aus dem Shop? Nee, deswegen. Ich guck mal. Weil das ist ja ätzend für Leute, die gar nicht sowas haben. Ja, doch, ich habe auch die Superheldenmaske, habe ich. Ja, dann zieh die einmal auf. Ja. Gut, dann gucken wir mal. Wir müssen jetzt vorne zum Kürbis, also zu diesen drei kleinen Kürbisse gehen, die am Anfang am Start stehen. Bubi, bitte! Als du dich den Kürbis näherst, wird Jubel und Geplapper lauter. Zeit für deinen Text. Süßes oder Saures? Nein, Süßes oder Saures! Super, wir müssen allerdings nach Jorvik, wenn wir richtig Süßigkeiten bekommen wollen. Aber es wäre mein rein metaphorisches Herz zu sehen, wie die Kerlchen sich freuen. Dann lass uns mal zurückreiten. Okay, wieder zurück. Gucken, was die jetzt von unserem Kostüm sagt. Komm, wenn du springst, mach die Hui! Oh Gott, ey. Ich denke, jetzt hast du die Grundidee von Süßes oder Saures verstanden. Was? Okay, wenn wir jetzt ernst
Jetzt wird's ernst. Wir machen so. Ich sehe mir an, was du anhast, und dann entscheide ich, ach, okay. Irgendwie strahlst du etwas heldenmäßig aus. Ich wette, du kennst jede Menge Leute auf Jorvik, darunter auch solche, die Süßigkeiten für uns haben. Nein, überhaupt nicht. Es ist nicht gerade eine typische Blüte, um sie im Haar zu tragen, aber die Blätter der Seerosen sind doch sehr sagenhaft. Also warum nicht? Ich kann ja nicht nass werden, also kann ich in Sachen Ästhetik tun, was ich will. Wie man so sei, los geht's, süß oder saus. Wenn wir zueinander passen, kriegen wir noch mehr gute Sachen. Mein heutiges Kostüm lautet wunderschönes Seerosenblatt. Du solltest also die Froschmaske tragen, damit du zu mir passt. Okay, geh mal einen Schritt zurück, damit ich besser ansehen kann. Es gibt da einen Moment, um dein Kostüm zu perfektionieren, falls du noch nicht zufrieden bist. Hä, was? Sind die nicht perfekt? Nein, du hast ja keine Froschmaske. Du musst sie jetzt kaufen. Ernsthaft? Ich dachte, ich muss jetzt das tragen, was die anhat. Ausrüstung, dann kommt die Maske da jetzt wieder rein. Ich sehe so wunderhübsch aus mit der Mütze dabei. Kann gerade nicht mehr in der Aufnahme, Vanni, aber ich kann dir mal eben zuwinken. Muss ich mir ernsthaft eine Kackfroschmaske kaufen? Ja. Froschmaske, wo ist die überhaupt? Da. Maske. Will ich damit Starcoins kaufen, ey. Gucken, was sagt sie jetzt. Tritt mal ins Licht. Du musst ganz jetzt sehe ich mir mal dein Kostüm an. Schauen wir mal. Du siehst toll aus. Ich finde, wir sind ein preisgekröntes Duo für die besten Kostüme des Jahres verkleidet. Können wir los oder möchtest du dich noch mal umziehen? Bin bereit. Dann los geht's. Alles klar, Silverlight, willkommen. Ich lasse die Maske einfach mal zur Vorsicht an. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie, nicht, dass ich gleich ausziehe und dann kriege ich nicht so viel. Sagst du, nee, mit dir will ich nicht mehr. Ja, wir müssen ins Silverglade Village. Oh, warte mal. Transporter, da war Transporter. Findet man die Geister, hätten sie ja schon spektral machen können und nicht so einfach so ein weißer Klumpen. Nee, irgendwie so kommt so Staubwolken, so weiße rausgeplumpt. Mm. Und die ist riesig. Silver Glade, wie Lage? Wie Lage? Wie Lage? Wie ist die Lage? In Silverglade ist die Lage. Ich bin immer gespannt, wie die Süßes oder Saures gestalten. Müssen wir von Haus zu Haus? Oder müssen wir von NPC zu NPC? Also, ich wäre eigentlich Haus zu Haus. Oh, NPC zu NPC. Ups. Muss ich absteigen vielleicht? Ich konnte es vom Färber aus machen. Hey, was hast du denn gemacht? Einfach E gedrückt vor dem. Ah. Ach Mensch, jemand kommt zum Einkaufen. Okay, heute gibt es Süßigkeiten, aber ihr müsst versprechen, bald zum Shoppen zurückzukommen. Passt auf euch auf da draußen. Okay. Hab ich jetzt was gekriegt? Hab ich jetzt was gekriegt? Keine Ahnung, aber ich dachte, da kommt so Süßes oder Saures. Ja, irgendwie schon. Trick or treat! Ah, mein Gott. Wir beide. Hallo, seid ihr hier, um für uns ehrenamtlich tätig zu werden? Haha, ein kleiner Scherz von mir. Da habe ich wohl euch Saures gegeben. Hier ist eine Süßigkeit für euch. Seid gute Bürgerinnen und haltet die Straßen sauber. Ich will keine Ballonpapier auf dem Boden entdecken. Wow. Wow. Okay. Durch die Mitte! Ah, hier. So, Trick or Treat. Hier ein paar Süßigkeiten für euch drei.
Elena, Lavenda und eure Freundin da hinten. Wow, ich dachte gerade, die zieht gerade auch wirklich dich mit. Ich wollte schon sagen, wer ist die dritte, aber gut. Willst du erst links oder rechts? Komm, wir gehen erst links. Wahrscheinlich Steve. Hallo Lena, schön zu sehen, dass du Spaß hast und wie ich sehe, hast du eine Freundin dabei. Wie nett, viel Spaß mit den Süßigkeiten, aber verderbt euch nicht den Magen. Doch! Hallo, gibt's hier auch einen Erfolg, fress bis zum Kotzen? Ja, so ein grüner Schleim oder einfach nur noch Kopf. Oh, das wär's, ey. Warte mal, hier oben. Ja, jetzt Kostüme, vielleicht steckt ja eine begabte Schneiderin in dir. Bekommst du viele Süßigkeiten? Vielleicht sollte ich auch auf Süß-Saures Tour gehen. Vielleicht, wenn ich mit all den Aufträgen der Bobcats fertig bin. Also, ich halte mir immer noch fest, unser Charakter müsste hier mindestens 16, 17 oder 18 sein. Wir können uns noch nicht ganz entscheiden, aber so in den Dreh rum müssten wir alt sein. Der kleine Pups ist gerade mal 10. Nein, überhaupt. Tja, naja, er hat eine Schneiderei, der kann nicht 10 sein. Aber er sieht aus wie 10, okay? Ja, darauf können wir uns einigen. Guck dir an, was wir für tolle Sachen bekommen haben. Die Mühe hat sich wirklich gelohnt. Wir haben mehr Süßes, als wir an einem Tag allein essen können. Ich bitte die Bewohner der Festung belohnen dich für die extra Mühe, die du dir gegeben hast. Reiten wir zurück zur Festung. Ich denke mir gerade, ich gucke alles in meine Tasche, da ist überhaupt... Die Lüge. Lügenpresse, Lügenpresse. Was, wo war denn das Portal hier nochmal? Links. Jetzt links. Links? Ja. Geradeaus, komm mit. Und hüpf. Guck, dahinter ist es. So, gucken, was wir jetzt zur Belohnung kriegen. Gucken, ob sich das lohnt. Kriegen wir überhaupt Spieler-XP dafür? Pferd-XP kriegen wir auf jeden Fall, habe ich gesehen. Ja, aber ich glaube, Dings nicht. Ich habe bis dahin gar nicht drauf geachtet. Laufen. Wir kriegen am Ende 10 Spieler-XP und 100 Pferd-XP und eine Marke. Aber komm, wie viele Marken habe ich überhaupt? Ich habe 148 Marken übrigens. Hi. Hallo. Gucken, vielleicht kaufe ich mir ja noch von ein anderes Set. Tritt mal ins Licht. Nein, nicht tritt mal ins Licht. Hallo. So. Ja, das sind eine Menge Süßigkeiten. Danke für heute. Komm morgen wieder und lasst uns noch mehr Spaß haben. Ja, ja. Nicer Dicer. Ja, Leute, das war das heutige Halloween-Event übrigens mal. Aber guck mal, hier ist einer mit diesem blauen Dings. Oder kann man den auch kaufen? Nee, der soll anscheinend ja aus dem Kessel kommen. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, ob es aus der Daily kommt. Oder... Kannst du ja mal fragen, das ist von unserem Club einer. Na ja, ja. Weil ich muss jetzt noch einen bobbligen Wurm und Geisterschleim einsammeln. Hey, Bunny, hast du den Kürbis aus... Ja, Daily oder allgemein aus dem Kessel für jede Stunde. Gucken, ob sie uns das jetzt noch in der Folge beantworten kann. Und sonst werde ich das irgendwie in Erfahrung bringen. Weil den Kürbis hätte ich nämlich noch schon gerne, bevor das Event zu Ende ist. Kann ich denn, warte mal, was ist denn, wenn ich denn hier nochmal irgendwas reinwerfe? Gib mir Würmer, Splitter. Was ist denn, wenn ich hier sowas mache? Einfach mal zum Testen. Gucken. Oh, ich habe 2 Klamotten zu verkaufen bekommen, die ich schon habe. Ja, mir fehlt lustigerweise, ich weiß nicht, gibt es eigentlich eine Plus dafür? Was gibt es? Ja, ein Oberteil. Entschuldigung. Ich habe gerade ein Oberteil bekommen. Mantel des Beschuldigten.
Das ist das Einzige, was mir noch fehlt. Ich krieg alles andere doppelt, nur das krieg ich nicht. Aber das habe ich ja alles schon letztes Jahr durch den Kessel bekommen. Kann uns Vanya anscheinend nicht beantworten gerade, oder das ist gerade AFK, aber ich kann auch zur Not den Fabi nochmal fragen. Aber auf jeden Fall, Leute, ist es jetzt nicht mehr verbuggt. Das ist 100% sicher, dass ihr diesen Kürbis aus dem Kessel kriegt. Ich bin mir jetzt gerade noch nicht sicher, ob es nur aus den Dailies ist oder eben halt auch aus diesem stündlichen Abholen. Da kann ich jetzt mal wenigstens hier mal kurz ein Foto machen. Als Beweis, dass der Kürbis da ist. So, aber ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Es ist eine sehr, sehr lange Folge geworden. Das war mir aber auch mal egal. Ich finde es auch mal, solche langen Folgen auch mal schön sind. Wir hören und sehen uns zu einer nächsten Aufnahme wieder. Bin mal gespannt, wie es nächste Woche dann mit dem Kürbis und der ja, Quest weitergeht. Vielleicht kriege ich den Kürbis jetzt auch endlich mal in Erfahrung. Egal, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.